Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Stygian. Ich habe es extra auf einer Ausspracheseite eingegeben, damit ich es korrekt ausspreche. Stygian. Das steht wohl, ich habe es nämlich dann auch noch gegoogelt, weil ich nicht wusste, was dieses Wort bedeutet. Es ist entweder eine Motte, aber sehr viel wahrscheinlicher ist, dass es auf den Fluss Styx anspielt. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht nochmal nachgeguckt, wie man das ausspricht, aber das wird schon passen. Das ist ja in der griechischen Mythologie der Fluss gewesen, der die Welt der Lebenden mit der Toten verbindet. Und ihr könnt euch dann schon denken, es handelt sich mal wieder um ein RPG-Maker-Horror-Game. Und das Tolle ist, das wurde entwickelt 2015 von Gustav im RPG-Maker VX Ace. Und der Name kommt euch vielleicht bekannt vor. Dieser Entwickler hatte nämlich auch Cat in the Box entwickelt. Das hier ist aber ein Vorgänger. 2015 halt erschienen. Ist auch ein Freeware-Game. Er warnt davor, dass es halt natürlich nicht so ausgereift ist wie das Bezahlspiel Cat in the Box, das ja auf Steam erschienen ist. Aber es dient als eine Art Prequel und der ein oder andere Charakter, den wir dann in Cat in the Box kennengelernt haben, kommt hier vielleicht schon mal vor. Also ich bin sehr gespannt und würde sagen, wir starten einfach mal. Das Spiel hat, glaube ich, zwei Enden und ist so etwas über eine Stunde lang. Okay, das passt, glaube ich, auch gerade ganz gut. Das könnte der Fluss Styx sein. Und ein paar Seelen, die eigentlich hinüberwandern sollen, werden aber abgegriffen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie hieß denn der Fährmann auf diesem Fluss? War das Charon oder verwechsel ich das gerade? Auf jeden Fall gab es da ja so einen Fährmann und der fährt die Seelen der Toten dann hinüber. Ich soll mich mit Mom und Dad treffen heute. Die wären ganz schön sauer, wenn ich zu spät komme. Ich sollte mich beeilen. Okay, also alles ganz normal. Ich habe keinen Grund, aufs Dach zu gehen. Na gut. Kann ich tatsächlich Items? Wir haben aber nichts. Das ist das Apartment von jemand anderes. Anderem. Hier lebt jemand anderes. Nicht mein Apartment. Okay, das wissen wir eigentlich schon. Weil wir sind natürlich RPG-Maker-Veteranen. Auch nicht mein Apartment. Ich lebe in dem oben, am Ende des Ganges. Der, aus dem ich, also das Apartment, aus dem ich gerade herausgekommen bin. Erinnerst du dich? Voll gut. Ernsthaft mal, ich werde nicht bei wem anders einbrechen. Finde ich cool. Ich liebe es, wenn sowas ist, dass die, dass der Kontakt quasi zum Spieler hergestellt wird. Da muss ich jetzt aber... Oh, okay, er will nicht mehr zurück. Da ist jemand, aber ich komme nicht auf den Rasen. Betreten verboten. Falscher Weg. Hier ist nichts zu sehen. Huch! Hm? Hä? Was ist das für ein Ort? Was? Wieso bin ich hier? Ich verstehe das nicht. Ich wollte an irgendeinen Ort gehen mit meinen Eltern, aber danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich sollte mich hier ein wenig umschauen. Es ist kaum zu erkennen, aber ist das ein Hexagramm auf dem Boden? Oha, was ist das für ein Ort? Das Wasser glänzt in einem komischen Lila-Ton. Ich kann nicht sagen, wie tief es ist. Aber da glänzt doch was. Kann ich das nicht aufnehmen? Ist voll verdächtig, ey. Ich wünschte, das ginge. Ui, das ist aber klein. Sind das meine Eltern? Nee, scheinbar nicht. Wer bist du? Hallo?
Na, dann ist ja die ganze Gang hier, schätze ich. Wer hat uns hierher gebracht? Ich bin gerade erst erwacht und hier bin ich. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß noch, ich wollte die Straße überqueren und plötzlich bin ich hier. Verstehe. Ich bin zur Arbeit gefahren und dann ist es mir zugestoßen. Und ich wollte irgendwo hin. Aber ich kann mich nicht an Details erinnern. Das ist so seltsam. Wir sind alle hier zusammen, aber wir kennen einander gar nicht. Wurden wir gekidnappt? Ich glaube, ich würde mich daran erinnern, wenn sowas passiert wäre. Bizarr. Trotzdem, ich glaube, wir sollten das noch nicht ausschließen. Kann man vielleicht seine Erinnerungen verlieren, wenn man einen schlimmen Schock erlebt? Stimmt. Das könnte erklären, warum wir uns an nichts erinnern können. Vielleicht ist das, was uns zugestoßen ist, ein großer Schock für uns gewesen. Mal davon abgesehen, warum wurden wir gekidnappt? Keiner von uns war hier gefesselt oder so, richtig? Diese ganze Situation ist seltsam. Ich glaube, wenn wir einfach nur rumstehen, werden wir das auch nicht hinbekommen. Hier sind eine Tonne an Türen in der Gegend. Vielleicht finden wir etwas heraus, wenn wir uns umschauen. Okay. Was ist das, ein Schatten hier? Das sieht so gruselig aus. Als wäre da jemand. Aber er sagt dazu gar nichts. Wir wurden gekidnappt. Kann ich dir irgendwie helfen? Schon in Ordnung. Ich werde es dich wissen lassen, wenn ich etwas Interessantes finde. Ich warte einfach hier. Ach, da oben links ist ja noch so einer. Das gibt's ja nicht. Irk. Hey. Was ist los? Nun, ich und diese Frau, wir erwachten am selben Ort. Und? Und du kamst von da unten, richtig? Ja. Ich werde mir den Raum mal ansehen, in dem du drin warst, nur zur Sicherheit. Na dann geh. Oh, hier ist ja auch so ein Hexagramm. Hier wurde etwas hingemalt. Hast du schon einen Weg hinausgefunden? Offenkundig nicht. Ich guck mal kurz, was er hier treibt. Oh, wenn ich in dieses Wasser schaue, tut meine Brust so weh. Irgendetwas beunruhigt mich daran. Bist du da etwa herübergekommen, um zu dem Raum zu gelangen, in dem wir waren? Nein, ich bin hier aufgewacht. Verstehe. Ich frage nur, weil es so aussieht, als wäre da auf der anderen Seite eine Tür. Ich will aber nicht versuchen, hinüber zu gelangen. Ich weiß nicht, wie tief das Wasser ist. Vielleicht sollte ich einfach an einem anderen Ort suchen. Übrigens, habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Nein. Ich treffe dich zum ersten Mal. Ist das so? Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Was ist los? Okay, mehr kommt nicht. Na gut. Hier sagt er auch nichts weiter. Ja, dann würde ich sagen, ich speichere mal jetzt einmal. Items haben wir immer noch nicht dabei. Sie hat sich umgedreht, als wir weitergegangen sind. Oh, schon wieder ein Schatten. Wieso sehen die das nicht? Ich glaube, die sehen wirklich diese Schatten nicht. Was ist das? Da ist ein Loch inmitten eines Steinpanels. Vielleicht passt da etwas hinein. Ein kleines Loch. Hier sind jede Menge Bücher, alle mit demselben Titel. Doktrin. Wow. Nur einer wird geopfert. Was ist das überhaupt? Ich kann da nichts machen, ich drück da, aber... Zweifle nicht, zweifle nicht, zweifle nicht, zweifle nicht. Was haben wir da? Ewige Verdammnis für jene Sünder, die nicht Reue zeigen. Also das bedeutet so übersetzt ungefähr. Der Einzige, der jene retten kann, die gefangen sind, ist ein anderer, der gefangen wurde. Mysteriös. Mysteriös, sag ich da nur.
Okay, überall hier sind diese kleinen Löcher. Wir haben hier aber nichts, mit dem ich sonst interagieren könnte. Ich gehe einfach mal zurück. Vielleicht wird dann auch direkt was getriggert oder so. Oder sie kann uns helfen. Oder wir haben nichts hinbekommen. Kann natürlich auch mal passieren. Hat es was mit den Hexagrammen zu tun? Scheinbar nicht. Hier, das haben wir uns noch nicht angeguckt. Ach, da ist eine Tür. Okay. Da unten geht's nicht lang. Hä? Huh? Ein roter Stein. Das bringt nichts. Diese Säule gibt einfach nicht nach. Vielleicht sollte ich diesen Typen fragen, ob er mir hilft. Ja, das ist doch eine gute Idee. Gucken wir uns noch kurz um. Okay, diese Säule ist halt im Weg. Da kommen wir nicht dran vorbei. Viel zu schwer. Erst sollte ich jemanden finden oder sollte ich eine Möglichkeit finden, diese Säule loszuwerden. Upsa. Ist hier noch was? Hier komme ich nicht durch. Versperrt. Die Kidnapper müssen uns hier eingesperrt haben. So, na gut, dann holen wir uns Hilfe. Ich finde die Musik hier sehr unangenehm. Dieses dum, dum. Hast du etwas gefunden? Ja, ich sehe es. Lass uns versuchen, das Ding gemeinsam zu schieben. Oh, das war echt schwer. Also, was ist das? Roten Stein erhalten. Das ist... eine Art roter Edelstein? Wieso liegt der da rum? Naja, sieht nicht aus wie ein echter Rubin. Ich weiß nicht, warum der hier ist. Dieser ganze Ort ist so seltsam. Manche Räume haben Bäume und Gras auf dem Boden und andere, da läuft einfach Wasser durch den Raum. Ich glaube, es ist am besten, wenn du den erstmal behältst. Hast du denn irgendwas entdeckt? Nichts. Mal abgesehen von diesem seltsamen Wasser, schätze ich. Ich gehe mal zurück in den Raum, in dem wir uns kennengelernt haben. Okay, ich gucke mir mal den Raum südlich von hier an. Viel Glück. Okay, ich weiß nicht, vielleicht speichere ich nochmal. Man kann ja nie wissen. Oh Gott. Was ist das für ein Geruch? Total verdorben. Oh, ich habe das Gefühl, meine Nase verbrennt gleich. Und es ist so dunkel hier drin. Ich kann gar nicht ausmachen, woher es kommt. Oh, oh, eine Rüstung? Ih, dieses Geräusch war so eklig eben. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Oh je, es ist wirklich sehr dunkel hier. Oh nee. Die haben sich nur gedreht, aber ich habe mich voll erschrocken. Die gucken alle halt in eine Richtung. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, dass wir hier langlaufen. Irgendwas beunruhigt mich an dieser Rüstung. Oh, was ist das? Oh, ein grüner Stein ist da drin. Ah, Moment, Moment. Okay, etwas beunruhigt mich. Was ist mit dem hier? Okay, das beunruhigt mich auch. Ich bin auch sehr beunruhigt. Wartet, ich speichere nochmal. Also, probieren wir es mal. Oh, das ist wie bei Cat in the Box, die Monster. Ja, rennen, 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 rennen nach rechts. Oh, ich darf nochmal speichern. Okay, dann speichere ich hier drauf. Oh, ja, ja. Nein! Ich habe ganz vergessen. Ich dachte, wir wären direkt in dem Raum mit den Rüstungen. Ups. Okay, also das war so gemeint damit, dass hier Dinge, also die Lore wird hier erweitert, durchaus durch das Prequel wohl.
Okay, also erstmal weiter nach rechts. Boah, ey. Was? Oh. Verdammt. Oh, da bin ich leider in einen kleinen Bug gekommen, scheinbar. Beziehungsweise ich habe dann zu schnell gedrückt und dann war ich, ja, dann ist das Viech halt an mir vorbei. Okay, also. Erstmal hier durch, dann da durch. Oh. Oh. Puh. Was zur Hölle war das für ein Ding? Hat es aufgehört? Da gehe ich bestimmt nicht mehr rein, das ist doch verrückt. Ich würde auf jeden Fall sterben. Geht das hier? Okay, da komme ich immer noch nicht durch. Oh Mann. Das war nicht schön. Oh, wo sind die hin? Ich glaube nicht, dass das gut ist, dass sie weg sind. Genau hier. Ich glaube, hier ist etwas. Oder bilde ich mir das nur ein? Nee, leider nicht. Da ist wirklich was. Oh. Okay, er sagt hier immer dasselbe. Ich erwarte irgendwie, dass er irgendwann mal was anderes sagt, aber... Okay, ich hab halt... Oh! Oh, hey! Dieser Raum ist einfach nur krank. Die Regale sind voller Bücher, in denen immer und immer wieder dasselbe steht. Hast du etwas gefunden? Ja, dann reden wir mal über das Monster. Ein Monster? Ich schwöre, das habe ich wirklich gesehen. Nein, nein, ich bezweifle das nicht. Hier sind ja schon eine Menge unerklärliche Dinge geschehen. Die Leute, die uns hier drin eingesperrt haben, sind definitiv keine normalen Kidnapper, das ist sicher. Aber ich glaube, du solltest dich beruhigen und darüber ein bisschen nachdenken. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn das alles nur irgendwie ein kranker Scherz oder so wäre, ein Streich. Naja, schau es mal von der Seite. Wenn uns ein Monster verfolgt, dann hätte es uns doch mittlerweile schon längst erwischt und getötet, richtig? Naja, vielleicht war es ja auch dieses Ding, was du da bei dir trägst, das dafür gesorgt hat, dass das Monster dich attackiert hat. Ein grüner Stein. Ich glaube, dieser Stein soll hier irgendwie verwendet werden. Warum sagst du das? Oh, ich blockiere es. Naja, hier ist so ein Loch, weißt du? Ja, also das Loch sieht definitiv so aus, als hätte es die richtige Größe für den Stein. Und es gibt noch zwei weitere solcher Paneele. Außerdem habe ich mir hier diese Bücherregale mal genauer angesehen und habe die hier gefunden. Das sind... Ich habe die versteckt zwischen den Seiten in den Büchern gefunden. Da ist nur noch mehr krankes Zeug in diesen Büchern. Lies sie sehr achtsam oder sehr aufmerksam. Ich glaube, eins davon sagt dir genau, was du mit den Steinen zu tun hast. Oha. Okay, in diesen Papieren steht was von drei farbigen Steinen, aber wir haben nur zwei. Nun, der dritte ist hier sicherlich irgendwo. Wir sollten uns umschauen. Ich beginne mit der Suche. Pass aber auf wegen dem Monster, von dem du gesprochen hattest. Du hättest da auch sterben können. Ich werde ihr erklären, was wir bisher herausgefunden haben. Okay. Ich muss mir die Seiten auf jeden Fall durchlesen. Hast du schon herausgefunden, wo die Steine hingehören? Vielleicht einfach von links nach rechts hineintun? Ich denke, die Seiten verraten dir die richtige Reihenfolge, wenn du sie dir ganz genau anschaust. Hast du etwas Hilfreiches entdecken können? Ich habe mich auch etwas umgeschaut, aber habe noch nichts gefunden, bedauerlicherweise. Keine Sorge, ich bin mir sicher, wir kommen hier raus. Ich bin mir nicht so ganz sicher... Also, ich kann mich halt nicht so gut erinnern, wie die Schwester aussah bei Cat in the Box, aber die könnte so ein bisschen ausgesehen haben wie sie, aber weiß nicht, kann auch jetzt weit hergeholt sein. Er hat mir erzählt, was dir vorhin zugestoßen ist. Hier gibt's also eine Art Monster, ja? Ist es sicher zu gehen? Was? Warte, nee. Was ist das für ein Stein?
habe ich gefunden, als ich die anderen Räume durchsucht habe. Vielleicht passt er ja in eines der Löcher dort oben. Upsa, okay. Moment, erstmal nochmal speichern. Das ist das Gefängnis des Monsters. Im Inneren wartet er, um seine Sünden wieder gut zu machen. Was? Nee, was? Okay, das ist sein Gefängnis. Wahrscheinlich rot, oder? Eins ist rot. Zwei ist grün. Wenn du fliehen willst, dann erhalte die drei Steine und beginne das Ritual. Nur die vom Schicksal Auserwählten können die Herausforderungen des Labyrinths meistern. Dann, wenn die Aufgaben ihr Ende finden, wirst du dich selbst opfern. Nur dann können die anderen gerettet werden. Das ist es, was er will. Das hört sich ja nicht so gut an. Okay, dann wäre die Reihenfolge grün-blau erstmal. Nee, rot-grün. Aber das bringt ja noch nichts. Weil uns fehlt hier noch blau. So voll geschockt. Was? Das ist gut. Die erste gute Nachricht, die ich heute gehört habe. Aber es geht mir nicht so gut. Mein Herz fühlt sich an, als würde es gleich explodieren. Vermutlich hast du nur Angst. Wahrscheinlich hast du recht. Kann ich die auch wieder da rausholen? Nein. Ja, also ja. Ja, wo finde ich jetzt noch den fehlenden Stein? Den Stein, Stein, Stein. Irgendwo muss der ja sein. Also hier ist nichts mehr. Ach, da rechts ist ja noch was. Oh Mann. Die sind aber auch gut. Oh! Ach so, ich dachte, das wäre sogar schon der Stein. Das wäre jetzt sehr leicht gewesen. Oha. Was ist das? Oh! Vielleicht kann ich das irgendwo verwenden. Ja? Es war kurz dunkel. Moment, ich will nochmal speichern, weil ich will nochmal ausprobieren, was hier passiert, wenn ich... Ich möchte eigentlich nicht weitergehen. Oha. Ich kann die Tür nicht öffnen. Irgendeine Art von schleimigen Zeugs hält sie versperrt. Okay. Na gut. Ich dachte, irgendwas würde mich verfolgen und mich umbringen. Aber scheinbar ist dem nicht so. Habt ihr das gehört? Ja, ich glaube, das Einlegen der Steine in der richtigen Reihenfolge hat etwas aktiviert. Habe ich mir doch gedacht, dass das funktionieren würde. Was war das? Ich glaube, das war das Geräusch von fließendem Wasser? Fließendes Wasser, aber woher kam das? Wir sollten uns umschauen. Vielleicht ganz unten halt, ne? Im Süden. Was? Wieso bin ich hier? Oh nein, vielleicht hätte ich doch nicht bis ans Ende des Ganges gehen sollen. Zum Glück habe ich oft gespeichert. Oh nein. Oh je, ich weiß nicht, ob das gut war, dass ich da so weit gegangen bin. Vielleicht sollte ich das lieber nochmal neu machen für die nächste Folge. Nicht, dass wir zwischendurch immer wieder in diesem Gang landen. Ich mag es nicht, wie dieser Boden ausschaut. Ist das der Weg nach draußen? Das wäre schon nett. Ich glaube nicht, dass die Leute, die uns gekidnappt haben, uns aber so einfach würden fliehen lassen. Wir sollten weitergehen. Ach, ey, diese Geister. Was ist hier geschehen? Oh.
Was war das alles? Was? Da seid ihr ja. Ich mag diesen Ort nicht. Ich spüre eine seltsame Energie um uns herum. Ich guck mir die anderen Räume an. Ich vertraue diesem Ort einfach nicht. Tut mir leid. Alles ist dunkel geworden. Ich dachte, ich würde da drüben sterben. Ich glaube, das ist dasselbe Wasser, das vorher den Weg blockiert hat in dem Raum, in dem du erwacht warst. Ich glaube aber, momentan sollten wir uns darum keine Sorgen machen. Hä? Ich werde mir den Raum, in dem wir gerade waren, nochmal genauer anschauen. Moment mal, ich habe da nichts gesehen. Ich glaube nicht, dass das, was wir brauchen, sich in dem Raum befinden wird. Ja, dann schau doch selber nach. Hier, ich gebe dir mein... Taschenlicht. Feuerzeug. Ich gebe dir mein Feuerzeug. Sonst kannst du fast nichts erkennen. Ich traue ihm irgendwie nicht so ganz. Oh Mann, das Ding ist ja kaputt. Geht nicht an. Oh. Das ärgert mich auch gerade voll. So, meine Lieben, an der Stelle mache ich jetzt aber mal eine kleine Pause. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich mal ausprobieren, ob wir wieder in dem Flur landen und berichte euch das dann am Anfang der nächsten Folge. Und wenn wir nicht in dem Flur landen, dann spiele ich lieber so weiter, dass wir nicht im Flur landen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann schauen wir uns an, wo wir hier gelandet sind. Ich bin schon gespannt. Bisher ist es wieder sehr spannend. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.